vielleicht mal eine Umgewöhnung. Vom Nocta wieder auf den F75. Schon ein bisschen anders wieder. Der Wald ist schön frei. Man kommt jetzt überall ran. Das ist das Gute in dieser Jahreszeit. Und hier sind auch ein paar schöne Signale dabei. Hier hat doch schon jemand gegraben. Hier war ein anderer Sondler. Kann doch nicht wahr sein. Moment mal. Ich nehme den Müll mit. Vielleicht war es auch kein anderer Sondler. Ich weiß es nicht. Und was groß ist das hier? Heute ist 1 Grad plus, also 0 bis 1 Grad. Und die nächsten Tage soll wieder 2, 3 Grad werden und so. Ich denke mal, das wird dann jetzt wieder so, dass man nur noch sonnen gehen kann die ganze Zeit. Und kalt ist es wirklich nicht heute. Also, das hier drinnen im Wald, ich habe das Gefühl, das sind jetzt 10 Grad. Wieder habe ich die Bürste nicht mit. Das ist eine alte Batterie. Nicht auch mit den Müll. ...68er Leitwert? Was ist das? Müsste ja eigentlich verdutet sein. Nee. Auch wieder nur ein Deckel. Mal was Interessantes heute? Nee. Ein Draht. Nee, hier liegt alles voll Müll. Ein Stück weiter gehen. Und wieder ein Deckel. So, ich habe mal den ISO-Wert auf Max gemacht. Maximalwert. Und man wieder ein bisschen was sieht, weil es schon so dunkel ist. Bin echt froh, wenn es wieder so um 11 erst dunkel wird abends. Das habe ich schon mit rausgeschmissen. Da ist es. Eine Münze. Ein DDR-Pfennig aus Alu. Na toll, hat sich gelohnt. Wieder irgendein großer Deckel oder sowas. Mann, ey, ich will aber keine großen Deckel haben. Ich wollte mal was Schönes finden heute. Aber ich wollte auch mal wieder eine neue Folge machen. Irgendein Mülldreck. Oh nee, da steht was drauf. Insulinlabor. Oder was? Insulinlaborator Kopenhagen. Toll. Na, mal sehen, ob ich hier ein Video draus machen kann. Ich denke nicht. So wie es im Moment läuft. Keine Funde. Nur Scheiße, es wird schon dunkel. Hier alles voller Signale. Wieder ein Deckel. Das Problem halt hier an dem Wald ist, hier kommen immer wieder neue Deckel auch dazu. Das ist das Allerschlimmste. Dann nehme ich 100 Deckel mit. Und dann kommen ja 200 nach oder so.
Da ist schon wieder ein Deckel. Eine Münze. Und wieder DDR-Geld. Wieder ein Deckel. Ich glaube, das wird jetzt auch langsam zu dunkel zum Filmen. Deswegen werde ich die Kamera jetzt einfach ausmachen. Und dann mache ich die an, wenn ich was Gutes gefunden habe, mit Taschenlampe wieder. So, hier. Schönes Signal. Aber mitten unterm Scheißhaufen, Alter. Kann nicht wahr sein. Ich muss das irgendwie entfernen. Und das ist nicht der erste heute. Mal sehen, ob es sich gelohnt hat. Ja, hat sich gelohnt. Ein Deckel. Ein Deckel von irgendwas mit zwei Löchern drin. Kann ja nur was Gutes gewesen sein. Super. Weiter geht's. Das Video sieht einigermaßen okay aus. Da ist es. Eine fette Platte. Eine fette Platte. Passt sogar noch drin hier in meine Mülltasche. Hier sind so viele unigramme Signale, hier muss noch was sein. Ich kann das nicht gewesen sein. Der Doktor zeigt mir sowas schon mal etwas höher an, aber der Fischer nicht. Der würde sowas nie so einen Rostklumpen so hoch anzeigen. Da muss noch was anderes sein. Da. Eine Buntmetallstange vom Kugelschreiber, die Mine. Jetzt bin ich hier in dem Gebiet, wo ich wirklich noch hoffe, dass ich was finde, weil hier habe ich schon wirklich ein paar gute Funde gemacht. Hier habe ich vor über 2 Jahren ganz kurz gesondelt und habe direkt am 2. oder 3. Signal das russische Koppelschloss gefunden, mit dem Stern. Da hatte ich aber noch keine Kamera. Ich mache die Kamera aber lieber aus, weil Akku ist fast alle. Wenn ein gutes Signal da ist, mache ich sie dann wieder an. Moment. Das ist ein gutes Signal. Oh nee, oder? Das war ein eingeschmolzener Klumpen Dreck. Ich mach jetzt erstmal aus. Bin jetzt mal hier so in ihr Strüpp drin. Und hier habe ich gerade so eine kleine Rucksackschnalle gefunden. Und hier scheinen noch bessere Signale zu sein als da draußen. Hier sammelt es. Mehr Rostklumpen. Mal was Gutes finden. Das ist der Draht von einem alten Ostkinderwagen oder so. Auf jeden Fall irgend so ein Rad. Gibt's da ja nicht, da liegt schon wieder Hundescheiße. Immer wenn da ein Signal ist, liegt da Hundescheiße. Oh, ist der Boden gefroren. Ach, das ist es ja schon hier. Schön. Fetter Splitter. Ist gefroren. Aber das wird mich nicht abhalten.
Alter, das Geld. Ja. 50 Cent. Nochmal 10 Cent. Cool. Ein Cuttermesser. Salleswissen.de. Zack. Yeah. Warning. Scharfes Blatt. Jetzt gehe ich schon wieder zu. Mal gucken, was das ist. Man weiß ja nie, was das ist. Könnte ja auch mal was Gutes sein, ne? Meine, die Spannung ist da. Aber es was Gutes ist. Und was ist es? Ein Dosendeckel. Geh morgen wieder, wenn es hell ist. Aber woanders hin. Morgen werden, glaube ich, schon 2 Grad. Hier sind die ganzen Müllfunde. Hier jetzt mal die Jutenfunde. Da haben wir jetzt mal die Funde. 50 Cent. 10 Cent, 10 Pfennig und 1 Pfennig Ost. Und hier so eine Schnalle und ein Cuttermesser. Super, ne? Hat sich doch wieder mal gelohnt heute alles. Und Müll, eine ganze Tasche voll. Dreck, hier, was ist das? Naja. Gucken wir nächstes Mal, werden die Funde besser. War ja heute nicht so der Bringer, aber... Morgen ist ja auch noch ein Tag. Und dafür, dass ich nicht so lange heute gesondelt habe, war es doch mal wieder schön, endlich mal wieder sondeln zu gehen. Weil das Wetter in letzter Zeit war nicht so, dass man sondeln gehen konnte. Es hat geschneit und geregnet durchgehend. Und total im Regen zu sondeln, das ist auch nicht gesund für einen Detektor. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich heute mal sondeln konnte, endlich. Und wenigstens ein paar Kleinigkeiten gefunden. Aber ich hoffe, es war trotzdem ein bisschen interessant. Tschüss. Heute Tag 2. Und jetzt sonne ich mal hier ein bisschen. Ein bisschen jetzt woanders als gestern. Ein anderer Spot. Aber der gleiche Wald. Und ich bin gespannt, was hier so liegen kann. Ich war ja hier schon mal. Und habe hier Ringe gefunden. Ja, und ich warte eigentlich auch schon. Und alte Schippen und sowas. Und wenn hier nichts liegt, dann geht morgen nochmal los, hier in den Wald, aber nochmal an einen anderen Spot. Weil irgendwo muss hier noch was Gutes liegen. Ich habe hier auch schon Münzen gefunden. Also einige Funde aus meinen Videos stammen hier aus dem Wald. Eine Tür vom Matchbox-Auto. Super, ne? Hat sich doch wieder gelohnt. Weit damit? Ist auch nicht. Naja, gut, ich setze jetzt die Kamera auf.
Weil so kann ich nicht Südaufnahme machen. Ein bisschen zu hoch der Leitwert. Könnte schon wieder bald Alu sein. Alter, das hat 100. Was ist das? Könnte das ein verwundeten Abzeichen sein? Nee. Was ist es? Ich weiß es nicht. Wenn ihr weiß, was das ist, schreibt es einfach rein. Hier habe ich ein Signal nach dem anderen. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Wenn es ein verwundeten Abzeichen ist, habe ich es jetzt gehackt. Das ist irgendein Anstecker. Oh. Jetzt bräuchte ich wirklich mal die Bürste. Ich glaube, da ist sogar ein Hakenkreuz drauf, oder? Oder auch nicht. Ich kann leider nicht sagen, was das ist. Das ist auf jeden Fall so eine Art Anstecker für irgendwas. Ja. Schon mal interessant. Oh, was ist denn hier los? Dieser Müllwald. Ich mag das auch nicht, wenn ein Signal nach dem anderen kommt. Dann ist das meistens Müll. Dreck. Könnte der Rest von einem Spaten gewesen sein. Der noch da immer bei so Sachen ausschlägt. Jetzt habe ich einen Ohrwurm von Sondel an die seine Anfangsmusik, Alter. Und immer das gleiche Lied bei jeder Folge. Kann doch nicht sein. Hier ist schon wieder so ein Ding. Und da ist Stoff dran. Was ist das? Noch eins davon. Stoff nehme ich auch mit. Viele wundern sich auch, warum ich Knieschützer anhabe. Ich meine, das sieht man noch, oder? Ich nehme mich durchgehend hin. 100 Mal. 1000 Mal. In der Woche. Und das ist bei nassem Boden echt schon Vorteil. Schau mal hier. Das könnte ein Rest von Ausrüstung sein. Von der Wehrmacht oder sowas. Von irgendeinem Kantinenrest. Ist es nicht, Mann. Nichts Besonderes. Mag ich überhaupt nicht am Sonntag. Ist hier alles voller Leute immer. Ja, heute ist Sonntag. Sonntagnachmittag ist schon wieder. Hier sieht man die Reste von anderen Sondlern. Hier waren nämlich auch schon eine Menge Sondler unterwegs. Hier auch ein Loch. Die machen immer ihre Löcher nicht wieder zu. Selber. Ich nehme immer den ganzen Müll mit, und zwar so viel wie geht. Dann schmeiße ich dir dann Eimer zu Hause. Da habe ich einen riesigen Mülleimer. Und ich habe 2 Taschen, immer für Müll, immer für Funde. Und wenn ich den Eimer voll habe, gucke ich mir das alles nochmal an, dann schmeiße ich das endgültig weg. Was haben wir denn hier? Cool. Geht sogar noch zu schrauben, Alter. Im Baumarkt zahlt man dafür wieder 80 Euro, wenn man sowas braucht. Was ist das überhaupt? Für einen Gartenschlauch oder so, glaube ich. Coole Sache. Jetzt geht es nicht mehr zusammen zu schrauben. Na was? In diesen Löchern hier liegt meistens so was rum. Müll, moderner Müll. Die haben hier überall Mülllöcher gemacht.
Und da liegt wirklich so DDR-Zeug. Und ich habe hier auch schon DDR-Sportabzeichen gefunden. Andere Sportpins und so was halt. Ja, hier in dem Wald, da war anscheinend eine Menge DDR-Sport damals. Und die Sportler öfters mal was verloren. Oh, eine Münze. Cool. Die sieht sogar interessant aus. Da ist nämlich ein Kopf drauf. Also kein Ostgeld. 50 Zentimes. 1930. Aus Republik Franzjaise. Was ist das, Franzjaise? Naja, mal zu Hause sauber. Cool. Meine erste Münze nach 2 Tagen. Wie immer alle gucken am Sonntag, ey. Dieses Sonntagsspaziergänger überall. Toll, jetzt kommen die auch noch hier. Hallo. Hallo. Ich hoffe, du bist ganz interessiert. Ich wollte wissen, ob du jetzt einen Schatz gefunden hast. Nee, nur ein Klumpen Dreck. Immer dasselbe hier mit den Zuschauern. Ich muss es graben. Das ist ein Kacksignal, aber ich muss es graben. Oh. So ein Erkennungsteil vom Vogel. Ja, die Nummer, die wird gesucht. Der ist tot dann jetzt, der Vogel, oder was? 1365 DV 08529 06 2006 oder so. Ich weiß jetzt nicht genau, was das heißen soll. Tut mir leid für dich, aber deine Taube ist leider tot. Wurde hier gefressen vom Fuchs. Hier findet man übrigens öfters gerissene Tiere, die Flügel. Irgendwelche Tauben und so, die sind total zerfleddert hier irgendwo rumliegen und überall Federn. Dann weiß man schon, das war wieder der Fuchs. Oder eine Katze vielleicht. Und die haben dann sich da lecker was verspeist. So. Jetzt hack ich hier noch ein bisschen drin rum. Ist es schon oder was? Knochen. Da, 83er Leitwert bei Nocta Fourscore. Sind immer diese Deckel. Aber ein richtig guter Leitwert ist 81. Wenn man einen sauberen 81er Leitwert hat bei dem Detektor, dann ist es was Gutes. Ich habe noch nie Müll gegraben, wenn es ein 81er Leitwert war. Das war immer was Gutes dann. Zum Beispiel eine Bleifigur oder ein Abzeichen. Schwankt zwischen 82 und 83 und 84. Ganz wahrscheinlich ist es wieder so ein Deckel. Ein Kronkorken. Aber ich muss es ja graben. Was soll ich machen? Ich kann ja nicht einfach nicht graben. Eine Bleifigur. Was kam da denn für ein Leitwert drin? 70. Dass er die da schon gar nicht mehr drauf hat. Bin ich schon ein bisschen enttäuscht von der Leistung. Da denke ich ja, das ist Müll. Na gut. Aber die ist hier ganz schön kaputt schon. Aber es ist natürlich auch schön, dass man hier irgendwas findet, was nach was aussieht. Nicht nur irgendwelche komischen Scheißklumpen hier. Aber so weit an der Oberfläche? Einfach so hier? Ich gehe jetzt mal auf DE3-Mode mal einen Moment. Mal gucken, wie dann ist hier. Aber gut, das grabe ich. Mal gucken, was das ist. Ich weiß ja auch nicht, wie ich das alles in eine Folge bringen soll. Die geht dann eine Stunde oder was? Oder 2 Stunden? Gut, ich meine, vielleicht gibt es hier mal jemanden, der auch mal so was lange gucken will. Sonst mache ich ja immer einfach nur Funde mit Musik. Aber ich wollte mal wieder was anderes machen. Ja, und die schnelle Stimme, falls ich die jetzt wieder anhabe,
Das hat natürlich auch was mit der Zeit zu tun. Denkt ihr denn, wie lange die Folge sonst noch geht? Da spart man einfach mal eine Menge Zeit. Die Folge, die normalerweise dann so 3 Stunden geht, geht dann nur noch 1,5 oder so. Also falls euch sowas gefällt, so lange Folgen, ne? Dann sagt das. Davon kann ich en masse machen. Und das ist nicht schwer. Schwer ist immer so eine kurzen Folgen zu machen mit Musik. Mit gute Funde. Weil gute Funde sind selten. Was ist denn hier los? Ich schon mal, das ist. Das ist vom Feuerzeug, diese Draht. Nee, doch nicht. Das ist eine kleine Mutter. Einfach nur eine kleine Mutter, das war das. Toll. Wie habe ich jetzt hier 5 Minuten verbraucht oder was? Die Gusche, da kriegst du ein paar mit meinen Spaten drin. Das ist ein sehr schönes Signal. Kann ich sehen, es glitzert. Glänzt und glitzert. Das ist ein Signal der allerfeinsten Klasse. Da. Hat einen Scheiß. Irgendein Kack. Ich weiß schon genau, dass ich das Video ganz schnell drehen muss an manchen Stellen. Also wundert euch nicht. Es wird einfach zu lang sonst. Hier. Dreck. Alter Scheiß Alu-Dreck. Bin der Waldsäuberer. So sollte ich meinen Kanal nennen. So, es ist schon wieder dunkel und habe jetzt wieder mal was gefunden, endlich. Und zwar einen hygienischen Gummischutz. Duplosan, Berlin, Neukölln. Das ist eine Wehrmachtskondomdose. Da waren damals Kondome drin. Und die ist sogar noch komplett. Zwar ein bisschen eingedellt, aber schön. Die kam auch mit einem sehr hohen Leiter drin. Und das heißt, dass hier noch mehr davon sind. Weil nämlich, das ist hier so ein Gestörtgebiet. Im Sommer ist hier alle zu, hier kommt man gar nicht hin. Und jetzt ist es hier offen. Was ist das? Das ist noch einer, der Boden davon. Oh, Akku war alle. Aber ich habe ja noch 2 Ersatzakkus nicht. Und. Ja, was ich sagen wollte noch, wegen der Duplosan-Dose. Die Duplosan-Dose lag hier in diesem Gestrüpp, was jetzt hier alles frei ist durch den Winter. Das bedeutet, dass hier im Sommer niemand gesondelt hat, weil das hier total dicht ist. Hier kann man ja dann gar nicht sondeln. Gerade habe ich noch so eine Dose gefunden, eine Kondomdose. Leider war die Kamera ein Foto gestellt und ich habe es nicht gemerkt und habe einfach anstatt Videoaufnahme gedrückt ein Foto gemacht. Hm.
Wisst nicht, was das Essig will und ich haben. Geht mir nicht mehr, da ist Gift drin. Wartet. Ein Wolf? Hoffe, hier gibt es keine Wölfe. Ich melde mich wieder, wenn ich einen Fund gemacht habe. Akkus alle, ich hau jetzt ab. Und morgen ist ja auch noch ein Tag. Tag 3. Bin jetzt hier wieder im selben Wald. Aber eine andere Stelle wieder. Andere Gebiet, weil der Wald ist ziemlich groß. Und das variiert natürlich, je nachdem, wo man ist, was man finden kann. Und deswegen bin ich heute mal woanders. Und hoffe, dass heute am Tag 3 ein paar gute Funde kommen. So. Ich werde jetzt gleich loslegen. Makrelenfilet! So, ich mache jetzt die Kamera auf den Kopf, weil so ist es nicht gut. Ich muss ja auch noch an andere Spots hier. Achso, was ich noch sagen wollte heute, am dritten Teil möchte ich wirklich nicht mehr so viel Müll zeigen, deswegen werde ich jetzt nicht so viel filmen. Ich werde jetzt einfach nur noch heute mal, da ist er wieder kaputt, geht einfach nicht. Das passiert manchmal mit dem, weiß nicht. Da ist nämlich das Objekt schon, eine Türscharniere. Und ich werde einfach filmen, wenn ich was gefunden habe, was gut ist. Den Rest schneide ich einfach raus. Was denn? Na, guckt, ein Rechen, ein fetter Rechen. Irgendjemand hat das Ding hier am Baum geschmissen. Und ich weiß schon, dass es so Sammler gibt, die immer wieder so Sachen an Bäume schmeißen. Aber gut, ich kann das auch nicht mitnehmen, ist zu groß. Hier, der Beweis, dass hier eine Sammler war. Glas und irgendein Metall an Baum gelegt. Na, alles kann er nicht gefunden haben. Liegt bestimmt noch was. Wahrscheinlich auch so ein Riesensplitter hier. Das hole ich so raus. Mit Gewalt. Das grüne Zeug ist übrigens krebserregend und das blaue. Was dann so eklig sich aufblüht hier und überall. Dieses pulverige grüne Blauzeug, höchst krebserregend. Deswegen nehme ich das immer mit. So, jetzt habe ich was. Endlich, nach Ewigkeiten. Tag 3 und 85er Leitwert. Ich werde mal die Lampe mit anmachen, weil ich glaube, es sieht schon etwas dunkel aus. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was das ist. Ich habe nur Silber gesehen, aber ich glaube, das ist eine Taschenuhr. Aber das ist doch schon mal ein guter Fund dann, oder? Ja, yeah. Da sehen wir es. Eine halbe Taschenuhr. Aber immer noch schön. Schade, da ist nicht noch mehr drin. Ich dachte, da wären noch mehr Teile dran. Aber immerhin mal ein Fund, der nicht nur aus Müll besteht. Na gut. Das heißt, hier liegen noch Sachen. Ja, hier irgendwas gefunden. Vermute mal, das ist irgendwas vom Auto oder so. Eine Tachoanzeige, Drehzahlmesser oder so. Vielleicht auch vom Motorrad oder Moped. Irgendwas mit Bremse AG steht da drauf. Naja, auf jeden Fall sind hier noch interessantere Funde als woanders. So. Ich habe hier irgendwas Tiefes, irgendwas Großes. Ich dachte, ich mache mal lieber die Kamera an. Falls es doch mal interessant ist, habe ich Aufnahmen davon, wie ich es ausgrabe. Aber das ist wahrscheinlich auch wieder nur Müll. Aber eben sage ich euch, wenn was gut ist,
dann zeige ich hier gerade die Aufnahme. Und wenn es nichts Gutes wäre, dann hätte ich das jetzt rausgeschnitten. Also lohnt es sich natürlich anzugucken, was das ist. Ja, guckt weiter. Nicht aufhören mit gucken. Das ist lohnenswert, ich sage es euch. Verarscht, ist nur ein Klumpen Dreck. So, wieder irgendwas gefunden. Ein Stück von der Armbanduhr, denke ich mal, vom Armband. Und hier habe ich nochmal genau das gleiche. Jetzt habe ich zwei davon. Was sind das für Schnallen? Das ist ja echt interessant. Aber doch, ja, nee. Warum ist denn die so? Und bei der ist es andersrum. Interessant. Also hier in dem Bereich werde ich weiter sondeln. Mal sehen, was hier noch so liegt. Bin jetzt schon wieder stundenlang unterwegs. Die Nacht ist hereingebrochen. Aber Funde sind schlecht. Aber ich habe gerade was gefunden. Was ist das? Ein Rückspiegel. Von einem alten Auto oder so. So, aufnahmetechnisch war es sicherlich kurz. Ein kurzer Tag 3. Aber für mich war es schon etwas länger. Ich war heute länger unterwegs als gestern und vorgestern. Und Funde sind aber keine mehr gekommen. Ich werde jetzt abhauen und am Ende des Videos jetzt zeige ich einfach mal alle Funde und den ganzen Müll, was ich so gefunden habe. Aber die Jutenfunde natürlich auch, wenn man die Jutenfunde nennen kann. So, das ist der Müll von den 3 Tagen. Ich habe extra mal einen Karton gesammelt, damit ich mal sehe, was ich an Müll in 3 Tagen mal so raushole oder zumindest noch 3 Mal sondeln. Normalerweise habe ich da einen großen Eimer, wo das alles drin kommt. Ja, auf jeden Fall sortiert das dann alles aus, immer mal, alle paar Monate. Hier völlig kaputte Munition. Und wenn ich das dann alles aussortiert habe, gucke ich, ob da noch was Jutes dabei ist. Und wenn noch was Jutes dabei ist, dann freue ich mich natürlich. Ansonsten sind die Sachen, die dann wirklich Müll sind, fliegen dann einfach in Müll. Oder bringe ich zum Schrott. So ist das. So halte ich mir meinen Hauswald ein bisschen sauber. Um ehrlich zu sein, habe ich da eigentlich keinen Bock mehr drauf, da zu sondeln, weil es einfach viel zu vermüllt ist. Und da sondeln noch viele andere Leute und ich habe da schon einen neuen Spot in Aussicht. Aber jetzt zeige ich euch noch schnell die Jutensachen. So, jetzt zeige ich euch noch ganz schnell die ganzen interessanteren Funde. Fangen gleich mal hier mit dieser Bleifigur an. Dann dieses Cuttermesser, das ich im Eis gefunden habe. Das habe ich mit WD-40 ein bisschen geölt und jetzt funktioniert das auch wieder richtig gut. Jetzt muss ich nur nach vorne den Rost ein bisschen abmachen. Dann halt die Taschenuhr. Weil da ist nicht mehr viel übrig. Geht auch nicht drauf, keine Gravur, gar nicht. Einfach nur eine Taschenuhr, eine halbe. Dann hygienischer Jummischutz. Da hatte ich ja wenigstens ein bisschen was gefunden an dem Tag dann. 2 Stück davon auch noch zu, aber ohne Inhalt, die sind halt leer. Hier, die Packung ist nicht mehr so gut erhalten. Schon ein bisschen kaputt hier, aber na gut, immerhin. 2 Stück davon, dann nochmal ein Unterteil davon. Dann hier diese Dinger. Wo ich nicht weiß, was das ist. Wirklich nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ich meine, man sieht, hier sind so kleine Löcher. Die Teile waren irgendwo mal befestigt, an der Wand oder so. Aber hier war ja irgendwie so Stoff durch. Hier sieht man auch, dass da noch Stoff dran ist. Die waren komplett mit Stoff umhüllt oder so. Also wenn irgendjemand weiß, was das ist, ich habe auch schon mal ein paar Sondelkollegen gefragt, niemand weiß es.
Wenn irgendjemand sich da was drunter vorstellen kann, was das mal gewesen ist, dann sagt mir das. Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Dann habe ich hier diesen Ring gefunden. Der ist irgendwie aus Kupfer. Und wenn man ihn sich mal ganz genau anguckt, dann sieht man, dass der hier so ein... Ja, also das ist auf jeden Fall ein Dichtungsring für ein Moped, für einen Auspuff. Wahrscheinlich von der Simson. Genauso sehen die nämlich aus hier. Weil der hat hier diese Rille und so. Diesen Anstecker hier aus Alu oder was. Das ist... ja, da ist ein Berliner Bär drauf. Dann Ostgeld. Vielleicht so um die 1969 und so. Nichts Altes. Eine Baummarke. 60 Cent. Moderne Euros. Dann hier diese zwei Schnallen, die genau gleich sind. Bis auf die hier, da fehlt die Niete. Hier ist die Niete noch dran. Ja, wo die mal dran waren, weiß ich nicht. War das was Ziviles? War das vielleicht was von der Armee? Ich habe so eine Dinger noch nie vorher gesehen. Und die lagen ja dicht beieinander, einen Meter entfernt oder so. Oder zwei, drei Meter. Ich vermute dann doch eher, dass es von einem Rucksack oder sowas ist. Oder vielleicht von Schuhen. Dann habe ich noch dieses Ding hier gefunden, was irgendwie aus Alu oder was. Ziemlich leichtes Material. Kann da auch nur spekulieren. Da steht nur Struff, kein Stempel, nichts. Ich habe gedacht, weil das so leichtes Material ist, dass es vielleicht ein Ausrüstungsgegenstand von der Luftwaffe sein kann, eine Schnalle oder so. Dann hier noch das Ding, was aussieht als Wert aus einem Tacho. Da steht drauf Bremse AG. Das ist ja von irgendeinem Instrument, von einem Motorrad oder Auto vorne drin halt. Und dann halt noch diese Münze hier. Eine französische alte Münze. Die habe ich am zweiten Tag gefunden. Die einzigste Münze, die wirklich noch interessant war, die ich gefunden habe. 1939. Mit den Jutenfunden. So, der Megafund war jetzt nicht dabei, aber ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, dass man auch mal gesehen hat, man findet nicht immer gute Sachen. Man sondert manchmal Tage, Wochen und hat dann ein paar Jutefunde oder ein bisschen was. Aber im Grunde genommen ist es so, dass man eine Menge Schrott gräbt. Vor allem für die Leute, die ja nicht sondern, die denken immer, man geht los und findet da Schätze ohne Ende, aber so ist es leider nicht. Man muss wirklich viel graben, viel suchen und auch viel Müll mitnehmen, bevor man irgendwann mal was Gutes findet. Ich bin auf jeden Fall ganz froh, dass ich diese Münze hier gefunden habe. Und ein bisschen Krimskrams. Aber wie gesagt, der Megafund war nicht dabei. Aber in der nächsten Folge, da habe ich was Gutes gefunden. Da war ich nämlich in einem neuen Wald unterwegs. Und da war es schon wesentlich interessanter. Da war es genau umgekehrt. Da waren ein Haufen Münzen und coole Sachen. Aber wesentlich weniger Müll. Und das alles in einem Bruchteil der Zeit. Das war's jetzt hier mit dem Video dann jetzt auch endlich mal. Endlich ist es zu Ende. Das nächste Video geht nur 5 Minuten. Tschüss.